Und mit frischer, neuer Energie gehen wir jetzt in den Weird Part of the Night über, unsere allsamstagabendlichen Sektion, wo ich ein paar Games zeige, die so ein bisschen aus dem Rahmen rausfallen von dem, was man normalerweise so kennt, sieht und spielt. Das erste ist auf jeden Fall weird. Aber ich habe die Werbung gesehen, ich habe das auf Steam gesehen und dachte mir, hä? Und ich merke auch gerade, dass der Titel von dem Game ist wahrscheinlich zu lang, um es in den Stream-Titel zu schreiben. Das Game heißt, yeah, you want those games. Right, so here you go. Now see you clear them. Gut. Ich glaube, das ist zu lang allgemein für den Stream-Titel. Idee in dem Spiel ist folgendes. Wir kennen alle, oder ein paar von euch, kennen diese super aufdringlichen und ekelhaften Mobile Game Ads, die nicht so, die fertigen Games und die eigentlichen Games sehen halt nicht so aus, wie die Werbung aussieht, aber die Werbung ist halt irgendwie so ein bisschen, die ist dazu gebaut, einen neugierig zu machen. Und es hat jemand, achso, Moment mal, erstmal. Moment. Ich habe hier Ordnung auf jeden Fall, ey. Das ist das Falsche. Das war das Falsche. Das ist auch, wo habe ich denn mein Ding hingemacht? Wo habe ich denn mein... Da! Sorry. Jetzt hat jemand gedacht... Warum bauen wir eigentlich nicht diese Spiele, die alle angepriesen bekommen haben, aber keiner bekommt? Und das ist... yeah. You want those games? Das ist dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob das cool wird oder einfach pur cringe. Wir werden es gleich sehen. Hey Leute, du kommst buchstäblich zum richtigen Zeitpunkt. Oh mein Jesus. Ah, fuck, das war laut. Ah, Gott. Kein Mensch, kein Mark schreibt dich mit C und K. Du machst ja auch einen Spaß da draus, oder? Du gottverdammter Troll. Warte mal, warte mal. Warte mal. Ich war noch nicht so weit. Komm mal, okay. Today's missions. Clear one stage with 3-2 clear. Okay. Schau mal. Ja. Musik ist fancy. Ich vergesse immer mit C oder K, dann sag doch Winter. Dann machst du nichts falsch. Ein bisschen leiser. Okay. Dankeschön. Ist zumindest einigermaßen kompetent designt, das Spiel, kannst du nichts sagen. Und es ist halt ein bisschen die
die Menüführung von Smash Brothers. Das ist nicht so lustig. Sag ich doch, gottverdammter Troll. Gut. Minigames, schätze ich mal. Ah ja, das sind wirklich genau einfach, ne? Ihr kennt sie an irgendwelchen Schnüren, um irgendwas zu gewinnen. Nummerturm, Parking Lot, Crash Run and Color Lab. Remove the pins to clear the mission. Oh Gott, es gibt einfach 50. Es gibt einfach 50 Level, ey. Und du hast eine IQ von 45. Yay, we did it! Stickman's Tips. If there's treasure, Stickman will find it. When you move the pin blocking the way, be careful not to collapse from exhaustion if the treasure's still blocked. Aber wir haben nur Zeit, wir haben eine gewisse Zeit dafür. Plus 1 IQ. Einfach 7 Millionen Pop-Ups erstmal. Gotcha! Unlocked in the menu. Ist das so? Ich gehe davon aus, ich gebe dem Entwickler jetzt einfach the benefit of the doubt, dass genau das alles mit Absicht gemacht ist. Find the treasure! Jetzt habe ich mindestens 2 IQ, oder? Ayo! Oh mein Gott! Nee, jetzt ist einfach zu schwer, warte. Wolves will take a bite of the stick, man. Ja, das habe ich mir fast gedacht, ey. Münzen, ey. Ich bin rich. Wolf killen? Dann durch? Big Brain! Oh, schön Handy-Game. Ist gut, dass ich zu Beginn des Streams immer erkläre, was wir spielen. Hast du ja nicht aufgepasst, Ellie. Oh, I fucked up! Ich komme schon in die ersten Level, wo ich dann wirklich dann verkacke. Na. Das ist exakt die Prämisse des Spiels. Jemand hat die ganze... Warum ist das hier kaputt gegangen, das da? What the fuck? Gibt's einen Neustartknopf oder so? Nee, gibt's nicht. Das ist exakt die Prämisse des Spiels. Es imitiert exakt. Warum geht es kaputt? Okay. Es imitiert genau die Art von Handy-Games, die man so angepriesen bekommt in Mobile-Ads. Reicht es da dann vielleicht? Ah, das reicht, okay. Aber zu langsam. Was sehe ich da? Wirklich Browser-Games? Ah, natürlich. Das mit den komplexen Games habe ich aufgegeben. Das bringt einfach nichts da.
Ich habe meine Mama gefragt, was sie so gerne spielt. Und habe ich da mal ein bisschen orientiert. Aber ich habe keine Kuh dazu bekommen. Also, weil ich gar nicht alle Sterne brauche für die Kuh. Was ist zur Hölle? Hä? Was mit... Wait. Hunters will kick wolves if the pin is removed. They won't move when they kick. So you... What the fuck? What do you mean? What do you mean? Wow! Hallo? Gewalt gegen digitale Tiere? Das ist sau mies. So der Scheiß. Okay. Ich weiß nicht, wie viel ich von den Einzelspielen aushalte, bevor ich komplett in den Wahnsinn getrieben werde. War zu langsam. Wie war das? Erst den, dann den. Kann eigentlich sofort ziehen, ne? Muss gar nicht unbedingt warten. Yay! Big Brain. So ein Speedrun-Game ist da, ey. Find the treasure. Das da wieder? Faster! Yeah, first try. Ich glaube nicht, dass ich die ganzen 50 Stages machen werde. Ich mache mal die ersten 10. Du kickst den. Dann kickst du den. Dann wirst du erschlagen und dann kann ich da runter. Ah, war zu schnell. Okay. Ich war eins zu schnell. Wie nicht alle 50 Stages. Dann sind wir den Rest des Abends hier. Ich habe noch etliche Games, die ich gerne zeigen würde. Yeah! Stern. Du kannst es gerne selbst mal spielen, Ellie. Ja, eigentlich so, ne? So. Dann so. Dann so. Dann ist es eigentlich egal, ne? Ah, zu langsam. Würde ich die Bälle nicht schlimm finden? Ich schon. Ich glaube, nach mehr als 10 Minuten davon setzt aktiv Gehirnverrottung ein. Faster. Yeah. Das Schlimme ist, das Game ist gar nicht mal so scheiße. Das ist halt wirklich einfach nur so simpel, wie man sich vorstellen kann. Aber mit einem guten Level-Design ist es eigentlich gar nicht so doof. Okay. Zugato, hello, schönen guten Abend. Das andere ist hier, Number Tower. Da habe ich auch die Werbung mal gesehen und dachte mir, was ist da überhaupt das Puzzle? Das ist doch... Ist es nicht einfach nur guck, Zahlen und klick? Weiß es noch nicht. Number Tower. Yay, so smart. Erstmal 8 Minuten Menü dazwischen, ey. Hey, ich hab jetzt nur... What the fuck?
Ich war zu langsam? War ich zu langsam? Ich habe noch nachgedacht, ganz kurz. Oh, dann geht's um die Geschwindigkeit quasi von dem Zeug. Okay. Also das ist gar kein so Denkspiel, sondern wirklich ein Geschwindigkeitsspiel. Die Sounds sind auch alle recycelt. Da wurde absolut minimaler Effort benutzt bei dem Game. Yay! Big Brain Winter in the house. Clear the towers by taking over all the rooms. Your mission is to defeat every enemy in the tower. Got it. Verstanden. Aber das ist, da frage ich mich wirklich, wie das schwer werden kann irgendwann. Ich brauche auch wieder einfach 50 Stages. Ich bin 10, ist eigentlich egal, welche von den beiden ich angreife, ne? Man kann höchstens oben anfangen, um die Explosionszeit zu sparen vielleicht. Aber selbst das ist ja wurscht, ne? Gottverdammte Result-Screen-Musik, mach mich fertig, ey. Oh, plus 10? Oh. Oh, ich finde wahrscheinlich auch irgendwann noch Minus-Potions. Ah, use the Simo Skill-Trinke to become stronger. It's a mysterious strawberry-flavored drink that can increase your number. Ah, yes, it's the strawberry-drink. Kann man da timen, wie lange ich in den Levels und wie lange ich im Menü verbringe? Ist eigentlich wurscht, ne? Da ist einfach keine Herausforderung drin. Yay! Click the number to win the game. Du hast einfach eine Minute 36 Zeit für das Puzzle. Okay. 5 Uhr. Da musst du zuerst dahin klicken, bevor du dahin klickst. Abgefahren, ey. I wanna be the guy, nimm dich in Acht. Toho Games, nehmt euch in Acht. The Number Tower Game. Hardest Game in Town. Es hat so einen gewissen Wii-Vibe. Das spielt sich ein bisschen wie Wii Shovelware. Oh! Oh, mal 2. Jetzt muss ich noch rechnen hier. Was? Ich würde einfach ganz gerne jetzt schon in Level 40 springen. Aber ich kriege halt pro Level, kriege ich halt eine Q dabei. Geht es? Kann der aber mal so in die 19 springen oder so? Was ist die 20? Ah, guck mal hier. Ja, jetzt reden wir hier. Jetzt haben wir hier mal. Wo man denken muss, ne, Brudi, wo du nachdenken musst, bisschen. Am Durchzwei, ist eigentlich egal, ne. Ist auch eigentlich absolut wurscht, welcher Reihenfolge wir das tun.
Das Game macht mich fertig, ey. Können wir irgendwie so ein Vaporwave Mall Eldritch Horror Nail Studio Sim spielen? Wenn du schon einen programmierst, kein Problem. Machen wir. Okay. Gucken, was die anderen Games so können. Parking Lot Game. Da gibt's nur 25 Game-Level. Dankeschön. Miep. Big Brain. Minus 256 auf Steam. Warte. Heißt das Game so? Miep, miep. Da kannst du höchstens gucken, dass du nicht so langsam bist. Ah, zu langsam. Kann das sein, dass du nie das Game gekauft hat vorher? Ich weiß es nicht. Doch, es hat zumindest einer vorher gekauft auf Steam. Es hat eine Bewertung gehabt. Miep, miep. Das gottverdammte Flutengeräusch, ey. Ich lese schon gar nicht mehr. Level 4. Du nach oben, du nach da, du nach oben, du nach da. Und die warten sogar aufeinander. Ich dachte, du würdest immer mal reincrashen, wenn man die falsch ableitet. Aber nee. Ist wirklich einfach Hirn aus. Spiel. Oh mein Gott, ich muss ja nachdenken. Zum Beispiel egal, ne? Oh, zu langsam. Okay. Wo ist dein Discord? Schick mal das mal, genau. Also nicht, dass wir jetzt spielen, aber dieser Name, diese Beschreibung von dem Spiel intrigt mich ein wenig. So. Okay, da ist es ganz, Real Talk, bei dem Game ist es ganz interessant wegen dem Geschwindigkeitsfaktor. Da musst du halt das Bild dir angucken und überlegen, okay, nicht nur, klar, ich krieg die alle da raus, ohne Problem, aber halt schnell, ne? Ja, aber dann auch halt eigentlich wieder nicht, ne? Weil du einfach alles anklicken kannst, dann ist gut. So, hast du auf dem Server gepostet? Oder bist du noch dabei? Gelbe Auto. Gelbe Autos sind breit. The fuck? Steuerung ist ein bisschen nicht so toll. Miep, 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 miep. Jetzt ich, okay. Bim, bim, bim. Das Game pausiert sogar, wenn man raustappt. Wo ist es denn? Hey! Lass mich. Minus 265. Sieht wild aus. Hat ein bisschen denselben Vibe wie, wie ist das andere noch? Warte. Broken Reality. Vaporwave Mall, ja. Aber Eldritch Horror Nail Studio würde ich nehmen. Ganz ernsthaft. Nee, das da geht auch nicht. Doch muss aber eigentlich. Doch geht's. So, nee, war eigentlich richtig. Kann ich mal neu starten?
Mir fehlt der Restart-Knopf an der Stelle. Meep, 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 meep. Okay, kann ich auch damals auf das Höchstlevel springen? Mein Hirn füllt schon unterfordert. Level 25. Oh, mein Gott. Oh, now we're talking. Now we're fucking talking. Jetzt haben wir hier eine Herausforderung, ey. Da geht doch. Du. Ne, ist eigentlich egal. Warte, du kannst doch. Geh du mal. Wo ist er am Weg jetzt? Warte, müssen wir mal. Dich. Ah, du bist. Ah, also dich nach da. Dich mal raus. Zack, du mal raus. Oh, da sind Leute im Weg. Ah, da sind Leute im Weg. Ach du Scheiße. Okay, ne? Das war mir nicht bewusst, dass da. Das war. Ach, ich kann das auch schon machen. Das da und das da und du da mal raus. Und du da mal raus. Und. Du kannst auch schon mal direkt raus, wenn ich dich immer anklicken kann. Miep. Du bist da am Weg. So. Du kannst nicht nach hinten raus, oder? Nee, das ist irgendwie weg. Okay. Du kannst raus. Du kannst nicht raus. Ich kann dir mal beide mal nach da ziehen. Bringt aber nichts, ne? Weil du hast auch, du sitzt da fest. Okay. Wobei die beiden rauszuringen wäre eigentlich auch ganz nice, ne? Ich kann eigentlich das da. Ah, ist doch dumm, ist da. Nee. Ach, shit. Wie habe ich das eben gemacht? Geh mal weg. Okay. Träum mal nicht. Du wurdest noch ein bisschen angefahren. Sei mal jetzt nicht so eine Mimose, ey. Diese Schneeflöckchen-Gesellschaft von heute, ich sag's euch, ey. Die werden angefahren, die heulen sofort rum. Oh! Geht, passt. Dosch. Die fahren wie in Frankreich hier, ey. Ist das schlimm? Im Weg. Du kannst raus, du kannst raus. Ich kann auch beide raus. Du kannst auch nicht raus. Hier muss ich ein bisschen aufpassen bei denen, ja? Dass wir nicht mehr uns verkacken hier irgendwas. Du kannst aber raus, ne? Du kannst auch gleich raus, wenn der weg ist. Schon ganz viele raus, wenn die weg sind. Oh, er hat aber auch einen Walk-Cycle, der ganz schlimm ist. Uff. So. Eigentlich kann den ganzen Scheiß hier mal wieder rüber. Während die mal alle hier warten quasi. Können die mal alle da rüber. Du da runter, du da runter. Du da runter, du da weg. Du da wärst, du da hoch. So. Ich kann der sogar. Ich kann das dann ganz Zeug raus jeeten. Die auch. Die auch. Die auch. Du kannst auch weg. Komm mal da irgendwie raus. Nee. Ich kann den nach oben schießen, aber das bringt mir auch nicht viel, oder? Nicht den. Ich hab den Speed. Den 3-Sterne-Bonus schon wieder so im Nacken sitzen, ey. Ah. Du. Oh, der war knapp ist da. Das war. Oh. Ich muss den da positionieren, damit er das Timing schafft, mit den zu überfahren. Hier den da. Ja, das schaffen wir.
Die nach unten, die nach unten. Du bist auch dafür im Weg, für den. Kann dich mal wegnehmen. Dich nicht. Ist aber auch nicht so klug, das da, oder? Doch, das da können wir mal hin. Fahr. Du nach unten. Du gehst auch nochmal so im Weg. Jetzt kommt als nächstes Jamba Sparabo. Ei, hör mal. Das Jamba Sparabo, das Videospiel. Du kommst auch nochmal oben weg. Du kommst weg. Ja, das wird ein böses Timing, das da, die da rauszuschicken. Geht, geht. So, du kommst nach da weg, du kommst nach da weg. Aber ich glaube, den Stern bekomme ich nimmer. Fahr. Mist. Oh, nee. Ach, komm! Hätte das ja wohl geschafft, oder? Ach, da war noch ein Meter Platz. Da war noch. Oh Gott, jetzt ist Koffer am Telefon. Speedrun jetzt. Speedrun. Ich weiß das grob, worauf ich achten muss, glaube ich. Und welche man von vornherein schon rausschicken kann. Vielleicht, maybe ein bisschen. Aber auch penibel, die Jungs hier, ey. Gut, wie habe ich es eben gemacht? Den. So. Jetzt bringt mir auch nichts da, ne? Ich müsste quasi. Donk, donk. So, die beiden werden jetzt ein bisschen wild. Da kann ich mal rausschicken. So. Da muss ich gleich gucken. Gut, easy. Du kommst noch raus. So, du kommst nach unten weg. Müssen wir auch gleich timen. Easy. Bullshit. Bullshit. Der Hubsound ist ganz schlimm, ey. Ich denke, Real Talk, like wir spielen das jetzt auf eine gewisse, oder mit einem gewissen ironischen Nachgeschmack, würde ich ja behaupten. Aber Leute spielen das Shit ja quasi ernst gemeint. Was ich ja auch irgendwie da super faszinierend finde. Dass wir was auf eine ironische Art und Weise genießen können oder wertschätzen können. Was andere rum wieder einfach genauso geil finden, wie es ist. Du kannst raus, du kannst nicht raus, da ist der im Weg. Ich kann aber so machen, oder? Ne, kann ich nicht, okay. Jetzt muss ich schon den wegnehmen. Ah nee, du musst darüber. Du musst da hoch. Die Steuerung ist so scheiße, das ist unglaublich. Die Steuerung ist so miserabel mit der Maus, ey. Komm, kriegst hin. Es laufen nicht dagegen. Rastisch aus, ey. Rastisch aus, komplett. Harry, hör mal. Geh, dreh um. So. Wie ging es hier noch weiter? Hier war auch noch Shit, wo ich sofort von vornherein irgendwie rauslassen kann. Oder? Ne? Ich dachte. Du kannst raus, du kannst jetzt raus. Du kannst zurück und dann kannst du raus. Du kannst nach hinten. Ne, du kannst da weg, dann kann der raus. Der kann da nicht, weil der im Weg ist. Jetzt kannst du raus. Brain. Do shit, please.
Duschitz. Nee. Du kannst halt. Du kannst halt. Ah, oh, das können wir erst da machen. Meep, meep. Das kommt von einem Hubgeräusch. Raste aus. Oh, du kannst aber auch raus. Nee. Na, oh, boah, das war aber knapp, das da. Ach komm, was ist noch Meter frei, ey. Wir hören es im Speedrun-Modus, kann ich nicht reden. Wenn ich schnell, ich kann mir aussuchen, entweder schnell reden, schnell denken oder reden. Der wird auch schwer. Komm, Traum! Fick dich. Okay, das ist Bullshit. Okay, jetzt haben wir noch Crash and Run. Ha? Gesundheit, Leute. Cash can be found anywhere. Gather all up and spend. Okay. What? Was ist dieses Spiel? Was muss ich machen? Oh. Oh. Ich hab die Steuerung verstanden, okay. Yeah! Get money, get bitches. That's the name of the game. Hier werden wenigstens noch gute Werte den Menschen beigebracht. High Quality. Ach komm. Hier muss, glaube ich, viel später drücken, als man denkt. Passt. So fucking stupide, dieses Spiel, ey. So fucking rich. Gartenzaun. Steh den ganzen Tag am Gartenzaun und wackel lustig mit den Augenbrauen. Dabei tue ich so, als würde ich Geld sammeln, aber ich bin heimlich am Klauen. Ah, fuck. Boing, boing. War das noch schaffen? Fucked it up. Es kommt so rüber, als hätte man jedes müllige Mobile Game zusammengeworfen und dafür Geld verlangt. Nochmal, ich erkläre das Spiel von dem. Das Spiel heißt tatsächlich. Yeah, you want. Warte mal, ich lese den Namen nochmal vor. Yeah, you want those games? Right. So, here you go. Now let's see you clear them. Das ist genau die Idee. Die haben alle super aufdringlichen Mobile-Ads genommen. Von den Spielen, die in der Realität meistens gar nicht so aussehen, wie die Ads aussehen. Und genau die Spiele einfach nachgebaut. Also ja, das ist genau, das ist... Ja. Ja. Ich bin schlechter drin anscheinend.
Wie habt ihr euren Freitag, Samstagabend so verbracht? Boing, boing, boing. Ach komm! Du willst ja super präzise spielen, nix. Brauchst mindestens 4 für den. Ja, kannst du auch, da kannst du auch früher. Du kannst ja viel, viel knapper spielen, glaube ich, als ich denke. Nicht, dass es nötig wäre, aber ich bin wieder so am Min-Maxen. Du brauchst schon 4, glaube ich. Später, da brauchst du mindestens 4. Wisst ihr, warum ich das Game spiele? Weil ich mir einfach in meiner Zeit im Internet schon zu oft super dämliche Mobile-Game-Ads angucken musste. Und irgendwo in meinen ganz ekelhaften, tiefsten, verstecktesten Bereich, ach fick dich, Bereich meines Gehirns, hat sich eine gewisse Form der Neugierde entwickelt, wie sich solche Spiele denn wirklich spielen würden, wenn es die denn gäbe. Und hier ist die Antwort. Beschissen. Oh. Fick dich! Und wir haben noch ganz wichtig Color Lab. Da frage ich mich auch, ja, ist okay. Die sehe ich halt und denke mir, the fuck ist mit ihm? Yay! Big Brain Mode aktiviert. Und sei nicht böse, aber es schaut schon so aus, als wärst du einer dieser Spieler aus der Werbung. Kennt ihr auch diese Mobile Games, die eine verdammt aufregende Werbung haben, aber man ladet jetzt runter und sieht einfach nicht so aus wie das Spiel aus der Werbung? Dann kauft euch jetzt Super Dungeon Master Evolution 5. Das ist das Spiel eurer Träume. Ihr könnt euch Waifus runterladen und eure Waifus angucken. Ich muss nebenbei noch ein Handy hochhalten. Eigentlich muss ich so spielen. Warte. Ganz ernsthaft, wenn ich die Games fürs Handy hätte, ich würde es auch nicht spielen. Ich fühle aktiv, wie mein Hirn mir aus dem Ohr raustropft, ey. Und das ist einfach irgendein neues Aufbauspiel mit einem anderen Skin. Es ist einfach entweder Raid Shadow Legends anders oder es ist weiß nicht. Clash of Clans anders. Okay, kann man wieder auf ein schwereres Level gehen? Ich halte das nicht aus. Mein Hirn schmilzt mir aus dem Ohr raus. Sind es die Anzahl der Moves, die mich eigentlich hier was kosten, oder ist das eigentlich wurscht? Und dann halt die Steuerung ist, die mich fertig macht, ey. Wobei ich schon zugeben muss, ich habe schon Leute in der Bahn dabei beobachtet, wie die genau sowas auf dem Handy spielen. Und ich dachte mir in dem Augenblick, ich dachte, die wären eine Legende, diese Spiele, aber die gibt's wirklich. Ich muss sagen, es fühlt sich an, als würde ich schneller Gehirnzellen verlieren, als ich dachte, ja. Willkommen im Club, ey. Oh, musste Big Think Modus aktiviert, ey, pass auf. Big Thunk. Hier.
Ich denke immer, haben solche Games überhaupt so einen Fail-State? Oder ist es, oder kannst du eigentlich verkacken in den Spielen? Oder, oh, ich kann verkacken. Oh. Ah, okay. Vielleicht wird es doch interessant. Wenn es ein Fail-State gibt, ich muss quasi, pass mal auf, das habe ich eben falsch gemacht. Das ist vielleicht doch ganz interessant. Pass mal auf, hier. Ich muss mal erstmal gelb irgendwie loswerden, ne, oder? Dann können wir das darüber kippen. Vielleicht immer eins leer haben quasi. Das können wir. Ne, kann man eben nicht. Ah doch, pass auf, so. Und dann das da rein. Und das da rein. Und das da rein. Wisst ihr, okay, Real Talk. Wisst ihr, als was das da cool wäre? Das als Minigame in einem anderen Spiel. Du darüber? Weil, jetzt überleg mal an so Bioshock und dieses dämliche Rohrverlege-Puzzle, was da immer drin war. Ich klebe das gleich. Stellt das Werbung auf YouTube, wenn es so weitergeht. Wir werden reich. Mit was denn? Ich will noch einen. Ich will das ein schwerer haben. Okay, gut. Ich habe halt nur einen 39er IQ. Für den nächsten Level brauche ich. Okay. Gibt es sonst noch was, was ich tun kann? Da waren noch 70.000 andere Menüs. Oh Gott, das Gotcha Update. New Gotcha Plate and or Titles are available. What the fuck are you talking about? Gotcha? Natürlich gibt es einen Gotcha-Modus da drin. You want a title, fashionable. Und ich habe dafür Geld bekommen. You want a title, complicated. Was zur Hölle heißt das überhaupt? Title plate. Tja. Stickman, Rookie, Lotus Eater. Ne, ich möchte aber gerne Fashionable Rookie. Complicated Rookie. Ach du Scheiße. Was ist das da? Weiß man nicht, die Fragezeichen-Dinger. Brauche ich vielleicht mehr Punkte dafür. Wie lange spiele ich das schon? 40 Minuten ungefähr. Wir ziehen Leuten die Kuh ab und verkaufen sie weiter. Also einfach Social Media quasi. Okay, ich brauche noch einen IQ-Punkt, glaube ich. Oder warte mal, das sind Missions hier. Pinpull-Lover. Clear Pinpull. 250 Mal, what the fuck? Was meinst du mit Clear Pinpull 250 Mal? Einfach 99 Oh Gott. Clear one stage. Clear all. Okay. Warte mal. Kann man immer eine Stage machen? Und dann gehst du zurück ins Main-Menü und kriegst eine neue Daily Mission. Ah ne, es ist ein neuer Tag geworden zwischendurch. Es ist ein neuer Tag geworden, deswegen haben wir einen. Oh, Goblin. Wir haben Goblin. So, was timen das da? Ich weiß nicht, wie viel ich mehr davon aushalte. Good morning. Hi, Lisa.
Oh Gott, jetzt muss ich erklären, was wir gerade treiben. Guck, es ist nicht so, wie es aussieht. Okay? Also der schwarze Rabe. Hallo Lisa. Hallo ihr Lieben. Vielen lieben Dank für den Raid. Schön, dass ihr hier seid. Was treibt es schon wieder? Okay. Erstmal schön, dass ihr hier seid. Erzählt besser von eurem Stream, bevor ich euch diesen Wahnsinn hier erkläre, den ihr gerade hier seht. Hallo, liebe Raiders. Willkommen zum Weird Part of the Night, wo wir Weird Shit spielen. Oh, Bloodborne! Geilo! Wie läuft? Wie weit seid ihr? Fuck yeah. Weißt du, manche Leute verbringen ihre Zeit damit, Bloodborne zu spielen. Und ich spiele Fake Mobile Ad Games. Nein. Schönen guten Abend. Hi. Einfach alte 4. Nein. Wenn das Game zu stark ist, bist du zu schwach. Wir müssen stärker sein als die Videospiele. Zweiter Boss geschafft. 7 Tode auf der Uhr und 3 davon waren unnötig. Ja, okay. Welcher Tod ist nötig in Souls, ne? Aber saugeil. Bloodborne ist Liebe. Ich freue mich sehr, dass du nochmal spielst. Und, bin sehr gespannt. Was hast du für ein Bild? Was hast du für eine Waffe? Gravity-Tode. Ja, ach. Ist eh der härteste Boss im ganzen Game. Gravity. Du spielst ein schleichendes Gift. Bisschen. Stärke-Bild. Welche Waffe hast du aktuell? Danke, Forrest. Also, liebe Raiders, heute ist samstags. Samstags spielen wir immer Indie-Games. Also, wir spielen eben meistens Indie-Games. Samstag geht es darum, neues, seltsames, interessantes, spookiges Zeug zu finden. Wir fangen an mit normalen Games und im Laufe des Abends wird es immer seltsamer und irgendwann immer spookiger. Wir befinden uns gerade in, was ich so treffend The Weird Part of the Night genannt habe. Wo es einfach darum geht, Spiele zu spielen, die man vielleicht sonst nicht aufgreifen würde, weil man nicht denkt, what the fuck passiert da eigentlich gerade? Wenn ihr vor dem Rechner sitzt und denkt euch, the fuck, habe ich meinen Job gemacht. Und so bin ich eben auf Steam da rumgeguckt und habe geguckt, was es so Interessantes gibt. Und habe ich dann dieses Spiel gesehen. Das Game, ich muss den Namen des Games nochmal vorlesen. Der passt nicht ganz in den Streamtitel rein, deswegen habe ich ihn abgekürzt. Das Game heißt eigentlich, yeah, you want those games? Right, so here you go. Now let's see you clear them. So heißt das Spiel. Und die Idee, jemand hat diese ganzen Fake-Mobile-Ads, Mobile-Game-Ads genommen, die man so kennt und die Spiele hinter den Ads eigentlich immer anders aussehen als die eigentliche Werbung, ne? Und hat genau die Spiele einfach nachgebaut. Und es ist schrecklich. Ich fühle, wie mein Hirn aus meinem Ohr raustropft. Aber irgendwie habe ich inzwischen so ein bisschen, Stockholm-Syndrom. Jabea, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich habe noch dieses... Ich wollte gerade Switchblade sagen. Das Das Klappmesser.
Gute Wahl. Gute Wahl. Ganz gut. Freut mich. Wie geht's mir? Weißt du, was das über meine geistige Gesundheit aussagt, dass ich sowas hier spiele? Last? Okay. Aber, for now. Ich, weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie es mir geht. Writer, okay. This, the fuck? Wait. Erstmal, hell yeah. Und jetzt sind wir Complicated Writer Lotus Eater, okay? Mhm. You want a title? Last. Ich wüsste, was das da ist, ey. Das sind diese ganzen typischen Games, die man aus diesen Fake-Mobile-Ads kennt. Das ist zieh an Pins. Warte, ich spiele mal von jedem nochmal eins. Oh mein Jesus. Gut. Direkt verkackt. Aber direkt verkackt. Okay, den kriegt man so weg. Den kriegst du so weg. Und den kriegst du gar nicht weg. Okay. Also schon, aber nicht so, wenn ich verkackt habe. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt eigentlich zeigen, wie unglaublich leicht die Games sind. Hab natürlich damit jetzt tierisch verkackt. So, den, genau, den krieg. Manchmal bin ich so, manchmal bin ich so hirnfrei, ey. Ich glaube, die aktive Gehirnverrottung setzt schon ein. So. Den ziehen. Damit der auf den rauf fällt. Der fällt auf den rauf. Und ich glaube, damit das funktioniert, muss man den hier schon losmachen. Und damit dann... Oh, jetzt langsam. Okay. Good. So. So. Ja. Okay, ich könnte mir eigentlich Zeit lassen, aber das Ding ist, es ist halt ein... Je schneller man ist, desto einen besseren Score bekommt man. Und ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich einfach das Game quasi speedrunnen will. There we go. I did it. Ja, so auf dem Niveau spielen wir jetzt seit einer Stunde irgendwas. Aber ich weiß nicht, wie viel ich davon noch aushalte, bevor mein Hirn wirklich aus dem Ohr raus tropft. Die Leute flieht auch schon. Kann ich verstehen. Wobei auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist es halt irgendwie schon, like, interessant. Not gonna lie. Dann hast du halt so kleine Mathematik-Puzzle quasi, wo du sagst, okay. Wie, oh. Das ist eigentlich egal, ne? Oh. So. Und dann dich. Warum kommst du an fucking Ork? Warum? Okay. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Wie mal 15? Ist das eine Ork-Lady, die ja irgendwie einen Rock runterhält? Was ist zur Hölle passiert? 4000, okay. Ist eigentlich egal. Und dann... erst durch 2, dann durch 4, dann durch 6? Ja, ne? Ne, gar nicht. Wäre es andersrum klüger gewesen? Ne, jetzt kommt das gleiche raus, oder? Ha! Keine Mathe-Genie anscheinend. Ah, warte mal.
Gibt's da schon eine klügere Methode? Minus 12. Ne, erstmal mal 10, da hast du nämlich das Meister draus. So, dann durch 2 minus 12. Oh ja. Durch 2 und dann minus 12. Dann habe ich nämlich. Wenn ich nämlich minus 12 jetzt mache, dann habe ich. Hä? Jetzt mal so, Real Talk. Einfache Mathematik. Wenn ich jetzt minus 12 mache, dann habe ich noch 8 durch 2. Dann habe ich quasi nur. Ne, erst minus 12 und dann durch 2. Dann habe ich quasi 6 verloren und jetzt habe ich 12 verloren, oder? Hi, Desk Plants. Ich lerne gerade die simple Mathematik. Okay. Wenn ich eine Zahl erst durch. Ist aber auch falsches da, ne? Eine Zahl erst durch 6, dann durch 4, dann durch 2 teile. Es kommt doch das Gleiche raus, oder? Achso, warte mal. Warte mal. Kann ich ja nicht? Ist das egal? Jetzt habe ich nämlich genügend für den. Das reicht aber auch nicht, das da, oder? Ich kann's nicht. Wenn ich eine Zahl, egal welche ich nehme, erst durch 2, dann durch 4, dann durch 6 teile, kommt es gleich raus, als wenn ich sie erst durch 6, dann durch 4, dann durch 2 teile? Sagen wir mal 10 oder sagen wir mal 100 durch 6 dann habe ich ein. Hä? Durch, nee, erst durch die kleinen Teile. Da. Oder kommt das Gleiche raus? Okay, ich glaube, ich muss ein anderes spielen. Mein Hirn tropft mir, glaube ich, inzwischen effektiv aus dem Ohr raus. Ich habe vergessen, wie einfache Mathematik funktioniert. Nee, ist nicht gleich. Was nimmt man zuerst, wenn man im Endeffekt eine große Zahl haben will? Nimmt man dann zuerst die kleinen oder erst die großen? Was ist, wenn ich jetzt. Nee, ich soll jetzt, solange meine Zahl hoch ist, jetzt mal 10 machen. Und wenn ich dann durch 2 mache, dann habe ich 100. Dann habe ich 109. 185 minus 12. Oder wenn ich erst minus 12 mache, habe ich. Das kommt aufs Gleiche raus, oder? Oh Gott, ey. Ich kann nicht zu denen, ne? Ich muss erst jetzt hier irgendwas machen. Ich bin der vierten Überzeugung, dass ich erst minus 12 mache und dann durch 2. Helft dem alten Mann mal bei solchen mathematischen Aufgaben, ey. Mal 15. Ne, ich habe eben aber auch mehr gehabt an der Stelle. Es war andersrum doch klüger, oder? Ist da die Reihenfolge relevant? Weil jetzt habe ich ja meine Bonuszahl, die ich bekommen habe, hier effektiv schon warte mal, das war allgemein nicht so klug. Ich müsste mir erst die Verringerungen hier holen. So, und dann sie. Aber dann geht's. Doch, dann geht's sogar. Oder? Nee, das reicht auch nicht, das da. Aber es ist besser, das da. Ich bin näher meinem Ziel als eben. Okay. Ich komme mir so dumm vor. Die Art von Spiel, dass ich immer dachte, wie kann man an so einem Spiel scheitern? Ups, das ist aber dumm. Ich habe mich verklickt. Help. Okay.
So. Dich, dann dich. Dann habe ich die höchstmögliche Zahl. Die nehme ich mal 10. So, dann... Nee, erst durch 2, dann minus 12. Also dadurch multipliziere ich das ja quasi. Ich habe dann verliere ich ja quasi 24 statt. Ja, nee, war schon richtig. Das war richtig. Okay, jetzt wieder die beiden killen. Reihenfolge da ist egal. So, dann mal 15. Dann jeweils minus. Ich komme auf die Zahl daraus irgendwie, okay. So. Könnte ich jetzt das durch 6, dann komme ich auf jeden Fall noch an die Ork Lady ran. Ja. Ich kann nicht, ja, okay. Durch 2 und dann durch 4 und durch 2. Das wird doch selber rauskommen eigentlich, oder? Oh, das reicht aber jetzt, oder? Yeah, we did it! Yeah, hey! Big Brain Moves hier! Let's go! Ich komme mir so dumm vor gerade. Ich komme mir so unglaublich dumm vor. Aber wir haben es geschafft. Dann nur 15 Versuche ungefähr, ey. Alter Vater. Wobei, es war jetzt schon das quasi schwerste Level, oder? Unter den Top 10 schwersten Leveln. Und ich habe einfach die ganzen nicht gemacht dazwischen. Muss man dazu sagen. Okay. Ich glaube, mehr hält mein Hirn nicht aus. Aber da ist halt dieser ganze Unsinn zwischendrin. Ich frage mich, ob doch mehr irgendwie versteckt ist in dem Game. Weil ich wüsste echt gar, was das hier ist. Gott. Lady, auf jeden Fall. Gib her. Titel. Oh. Sonnenschutz. Ashen. Kann ich Ashen Lady sein? Uff, auf jeden Fall. Ashen Lady. Ashen Lady Lotus. That's me. That's me. Anyway. Ich muss aufhören damit. Das ist dieses Videospiel gewesen. Weg damit. Okay. Das war Game Nummer 1. Das wir jetzt, wie lange gespielt haben? Oh, eine Stunde. Das war nicht geplant. Das nächste Videospiel. Wir brauchen, glaube ich, jetzt ein bisschen Gegenoffensive. Nachdem was wir gerade erlebt haben. Hat es Team Errungenschaften? Hat es Team Errungenschaften? Let me see. Ja, hat's. Wenn ja, würde ich spielen. Go for it. Für eins musst du einfach 1 Million Münzen sammeln. Und die ganzen anderen Achievements sind einfach nur clear alle Levels und clear alle Levels mit 3 Sternen. Go for it, ehrlich. Do it. Good. Das nächste Spiel ist exaktes Gegenteil wahrscheinlich. Exaktes Gegenteil. Nennt sich High Voltage Society. Wurde mir in der Tat von Thedra gegiftet. Aus dem Nix. So ziemlich. So, hier hast du einen Steam Key. Das sieht nach einem Winterspiel aus. Und weißt du was? Ich habe reingeguckt. Ich habe mir 3 Steam Screenshots angeguckt. Und ich dachte mir so, das stimmt.
Oh mein Gott. Willkommen zu, wie immer, dem exakten Gegenteil von gerade eben. Ja, ist laut, ich weiß. Ich mach's leiser. Dankeschön. Oh mein Lord. Ich liebe, wenn Games einfach brutal laut sind von Sekunde 1. Immer noch laut. Es geht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist, außer es ist ein Shooter. Das weiß ich. Habe ich jetzt nicht erwartet, die Musik? What? Jubbly Lock? Der? Was? Okay. Okay, bye. Wir können schlagen. Linksklick macht das. Rechtsklick macht das. Good. Ich liebe, dass wir einfach keinen Story bekommen haben. Gar nichts. Einfach hier. Spiel, mach. Jetzt muss ich mal ranten. Wie kommst du darauf, dass Division kumulativ ist? Weil ich dumm bin anscheinend? Geht's als Antwort durch? Aber das meine ich auch nicht, was du das Beispiel da ist, hat nichts mit dem zu tun, was ich eben gesagt habe. Ist immer noch sehr laut. Ist schon klar, dass die Reihenfolge von einer Division, nicht die Reihenfolge, welche Zahl man durch welche dividiert, einen Unterschied macht. Aber ist auch egal. Nicht so wichtig. Fresh Prisoner. Hi. I don't wanna go. Go away. Okay. They kill you if you don't move. I'm gonna tell on you. Oh. They kill you if you don't move. Yeah, but maybe they won't notice me. Now piss off, man. Don't give me away. Sag mal, sind die... Ist das ein Prison Break, das da, oder was? Fresh Prisoner. Jetzt haben wir ein Tutorial, okay? Hi. Terminal, log in. Ready. Ja, gerne. You have health and energy. Energy is a collective resource for armor, flashlight and ammunition. Okay. Perform attacks with left or right mouse button. Some weapons charge for more powerful strikes by holding down the attack button. Most enemies have the ability to block your attacks. Study their patterns to land successful hits on the exposed side. Obtain weapons appear in your inventory. Hold Q, can be equipped in either hand. Scraps are the main currency on this island. Look for shops and other useful ways to spend them. Visiting sofas will save your progress. Scraps drop on death, but you have the opportunity to recover them. Isn't souls like? Ja, aber 1000 durch 2 durch 4 durch 6 ist ja nicht das gleiche wie... Weiß ich doch nicht, deswegen frage ich doch, der Splend. Deswegen frage ich doch. Jetzt stellen Leute nicht als dumm da, nur weil sie Fragen stellen, ey. Last but not least, use your map, default M, to orient yourself. Ready. Got it. Lockout. Ah.
Haben wir Reptilienhände? Ich glaube, wir sind Reptilien. Die UI unten ist wild. Ich weiß nicht ganz, was ich da sehe. Brainwashed Claw. Hello. Hallo. Brain Jelly. Brain Jelly? Mixed Brain Jelly? Okay, then. Commencing Brain Jelly Mix in 3, 2, 1. Downloading update. Please wait for restarts. Ah, Mixed Brain Jelly. Got it. Yep. Nee, aber wenn 4 durch 8 und 8 durch 4 nicht das gleiche sind, dann wird es ja nicht besser, wenn die Zahlen dazu packt. Dann hast du vielleicht die. Okay. Okay. Ja. Ja, okay. Ups, das wollte ich nicht. Keep moving. Is it a prisoner? What am I supposed to do? In this. This is the landing area. You are not supposed to stand in this sector. Keep moving to sector 2, the camp. Where your living quarters are. Okay. Once there, you will be instructed to your supervisor. Anything else? This is inhumane. Food, medicine, beds? You can file a complaint, earn requests, etc. after you've shown improvements. Right now, you're nothing. So keep moving and avoid contamination. Contamination? The fuck? Oh, einfach mal hier draufgesprungen. Zur Hölle. Oh. 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 Sollen wir einfach sofort entkommen? Wir sind einfach so. Yep. Ich glaube, wir sind sofort ausgebrochen aus dem Gefängnis. Kann das sein? Ja, fuck you, Prison. Ein Feind? Du bist ein Feind. Ja. Es hat ein bisschen denselben Vibe wie, Klonk, klonk, okay. Wie hieß denn das noch, das andere? Golden Lights. Auch so ein. Der weirdeste First-Person-Shooter, den ihr je gesehen habt. Das, hab selbst ich irgendwann einfach nicht mehr verstanden, was gerade passiert. Das heißt, selbst ich, aber ich bin gewohnt, Seltsames zu spielen und, ja. Mich hat's irgendwann überfordert. System start. Root. Thomas? I was to repair the radiator in apartment 3. Dimitri Thomas, the old factory worker. He almost didn't let me in. Was adamant about it. Angry even. Finally convinced him with our house rules and insurance. There was something weird about the way he looked or moved. All I can say is, it reminded me of a puppet. The radiator itself had stains and what I think is blood. I thought he'd hit his head because of his appearance. Yeah? I thought he'd... Oh, hit his head, wie ein Hide, Vergangenheitsform. Because of his appearance, that was when I got really worried. But inside, instead of, he showed me his leg, wrapped in homemade bandages. He seemed proud of it, even smiles. He said it was all the way inside radiator, but he had to pull it out to open the door for me.
whatever the hell that means. He chuckled at it. Long story short, I did my job and left as quickly as I could. I didn't ask for more details. I think Mr. Thomas has gone crazy, dangerous even. Okay. Okay. Aha. Aha. Nur so nebenbei. Okay, es hat sich so eine Mathematikdiskussion im Chat entwickelt. Aber ich glaube, ihr hättet einfach das die Aufgabe, die das Spiel mir eben gegeben hat, sehen müssen, um wirklich zu interpretieren, was meine Frage war. Und ich bin auch gedanklich einfach schon wieder weiter. Also, don't even worry about it. Don't even think about it. Don't even... Oh, ich hab eine Taschenlampe. Okay. Ich hab eine Taschenlampe. Aber die kostet auch Energie. Was ist das, nur Bonus-Content? Mathe? Entschuldigung, den Bannhammer. Mathefreie Zone hier, ey. Die einzige Mathe, über die ich hier unterhalten wird, sind lange Haare. Okay? Ne? Die ist zu, glaube ich. Oder Schachmatt? Schach Matthias. Ist er tot? Er lebt noch. There we go. Ah, man kann grob erkennen, je nachdem welchen Arm er oben hält, mit dem blockt er auch. Wo zur Hölle bin ich eigentlich gerade? Ich war gerade eben noch im Gefängnis, glaube ich. Da bin ich irgendwo abgebogen und jetzt bin ich hier. Fridge! Cool. Radiation? Ey, meine Batterie ist fast leer, deswegen. Was ist hier so? Was geht mit euch so ab, Fresh Prisoner? This doesn't look too bad. I'm gonna have some fun. Fun? Beer, cars, shit, I don't know. Anything. This whole island can't be this bad. Besides, do you think we have a future outside? Nah, I'm better off here. Die ganze Insel eine große Gefängnisinsel quasi? Hi. I saw other helicopters before. There are others in the streets too. Well, and I heard screaming. Okay. Beistuhl. System Start. Roots. Journal. Tag 140. I lost two more fingers today. The plier is larger. I'm not gonna try to cut it. I'm afraid of the pain. Seems like the city is transforming too. There's weird machines coming from the ground. They grow like plants. I wonder how this will end. I've seen it... go from corpses to insects to humans and now the city itself. I wonder if this will consume the whole world. The fuck passiert denn hier? Ich bin einfach nur ein Reptilienmensch mit Klauen an der Hand. Ich weiß nicht von dieser Welt. Ich will nur leben. I just wanna live. Ist da irgendwie hoch? Hm. Ist immer noch an der Mathematik dran.
Mach dir nur. Ich halte mich da raus. Habe kein Interesse an Mathematik. Und geht's da raus? Nee, auch nicht. Oh. Aber die Soundeffekte sind akkurat. Hätte ich vielleicht hier gar nicht lang sollen. Dann kann ich da hochklettern vielleicht. Okay. Okay. Kann ich wieder raus? Vielleicht hätte ich gar nicht hier rein sollen. Oh, Gott, stimmt. Hier sind Dudes unterwegs. Hi. Bam! 2 Schaden. Bam! Flasche. Cool. Metal Fetish took a Haymaker. Also, oh, ich habe keine Heilung bekommen oder so. Ach komm schon, da geht wohl auf, da. Nein, geht's nicht, okay. Zur Hölle sehe ich da überhaupt? Ist das ein Mund? Ist das ein Auge? I don't fucking know. Die Welt hat ein bisschen einen Vibe von wie ist das nochmal? Komm, hier, sag's. Okay, ich hab ein Level in Iron Maiden. Oder, das hieß ja anders später. Iron Fury. Da gab's eine Stadt, die genauso aussah, theoretisch. Money. Mugga! Hello! Hi, na? Hallo, liebe Raider. Wie geht's? Kann man nicht hochklettern? Ne, anscheinend nicht. Na ihr Lieben? Wie war euer Stream? Wie geht's euch? Komm ich auch nicht hoch, oder? Ne. Ist das zerdeppern? Ja, kann ich. War eine Flasche. Das war eine Waffe. War es eine Waffe? Ahnung. Ich habe jetzt eine Flasche dabei. Hi, Mugel. Hallo, liebe Raiders. Wie war euer Stream? Ach, die Flasche? Oh, ich muss gleich mit der Flasche noch zuschlagen. Oh. Hä? Man kann mit der zuschlagen und dann macht es mehr Schaden, aber dann verschwindet sie und manchmal verschwindet sie nicht. Got it. Alles klar. Ganz super, haben ein paar Indie-Horror-Games gespielt. Und davor gab es Raid in FF14 und FF16. Einmal die ganze Runde. Cool. Irgendwas Cooles gefunden an Games? Was du empfehlen kannst, was ihr empfehlen könnt? Das habe ich eben halt vorgelesen. Es gab noch mehr Mathe-Diskussionen. Ja, es ist. Ich habe doch gesagt, lass es gut sein. Ich habe hier durchgewurschtelt. Alles kein Ding. Alles cool, alles gechillt. Cyberschrott 1 war geil. He's Lonely Knight. Owner of a Lonely Knight. Nee, warte, ist falsch. Er kommt ja vielleicht von Horror Games ganz gut.
the fuck's mit dir? Willkommen zu Weird Games. Weird Bullshit mit Onkel Winter. Ich brenne ein bisschen, glaube ich. Ich brenne. Ich krieg Feuerschaden. Wir spielen samstags immer Indie-Games. Und die werden im Idealfall im Laufe des Abends immer seltsamer. Ah, du kannst dich tränen beim Feuer machen, das ist schlecht. Du machst echt viel Schaden, Boyo. Okay, ich treffe halt nicht. Delirious Bones blockt your attack. Hab ich gesehen. Ich treffe aber auch nicht. Ich treffe nicht. Muss ich dann aufgeladen schlagen oder so? Kannst du mal aufladen, bitte? Ich kann mit rechts nicht aufladen wahrscheinlich, weil meine rechte Maustaste kaputt ist. Ah, doch, es geht. Da, there we go. Und wir hatten eben schon einfach Indie. Oh no. Oh fuck. Ich bin hier gespawnt. Okay. Wir hatten eben schon ein Spiel gespielt, das war literally Indie. Das war literally Mobile at the Video Game. Das war speziell. Und hat zu etlichen Diskussionen in der Community geführt. Habe ich wieder ausgemacht. Und jetzt spielen wir ein Spiel namens High Voltage Society. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Oh, ich hätte hier runtergehen sollen. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist, außer dass es ein First-Person-Beat'em-up ist. Hat ein bisschen, wisst ihr, was mich auch erinnert vom Gameplay her, ein Spiel namens Fight Night hieß das, glaube ich. Aber nicht mit Night mit N, sondern Night mit KN. Das ist weird und echt cool und das ist, glaube ich, seit Jahren in Entwicklung. Die Demo gibt es auch auf itch.io und ist nice. Bin heute aber eher raus. Morgen bin ich relativ früh unterwegs. Nachmittags dann American Diner und am Abend noch endlich Oppenheimer. Du hast ja was vor, ey, an dem Wochenende. Geilo. Ja, viel Spaß morgen. Genieß deinen Tag, genieß deinen Abend. Tschi. Da ist vielleicht noch mehr da unten. Ich bin eben auch hier lang. Das hat... Ah ne, da bin ich aber auch da runtergefallen. Ne, Moment. Oder? Kann man nicht so da lang? Vielleicht, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Bin ich von da gekommen? Ah, was ist das? Car Battery. Ah, wir haben schon... Ja, wir haben nicht voll Energie. Was mache ich damit? Ich kann es nicht aufnehmen, ich kann nicht gegenschlagen. Das schränkt meine Optionen gerade wieder zu 100% ein. Na gut. Ah, da oben war Skelly Boy. Der ist vielleicht ein bisschen schwer für den Anfang. Ich weiß nicht, ob wir den schon hätten killen sollen. Oder versuchen sollen zu killen. Und du hast wieder voll AP. Okay, ja, scheiße. So, geht doch. Geht doch. In die Matte hatten wir, ey. Und du hast den Chat verärgert. Das kann ich sehr gut. Das ist okay. Chat und ich, das bleibt eine ewige Hassliebe. There we go. Gar nicht so schwer, wenn man dich gut ranstellt. Ich schlitter mal in den Schlaflurk. Nehmt euch. Viel Spaß. Dankeschön, Forrest. Schlaf gut. Süße Träume. Halt die Ohren steif. Mach es gut.
Abend, schönen Tag, morgen. Julio, hello, hey, na? Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Bist du im Kreis gelaufen? Ich blick das Game nicht von der Aura. Also. Ich blick das Game schon. Oh, Hammer? Hammer. Ich blick das Game. Aber ich blick das Game nicht vom Level-Design her. Ah, das ist neu. Ich weiß noch nicht, ob es ja wirklich. Liz. Hi, Liz, na? The fuck? Meat obeys meats. Plus 25 Health. Gimme. Oh. Ich brauche 50 Scraps, dann kriege ich mehr AP, ja, auf jeden Fall. Reichen gerade. Eine Flüsterfunktion ist kaputt. Also Twitch wahrscheinlich wieder am Twitch sein. Twitch ist einfach manchmal fucking kaputt. Oh, das war ein Elevator. Oh, das war ein Elevator. Ist hier unten irgendwas? Nee. Namaste. Und der nächste Raid. Igor. Oh, what the fuck habe ich da gefunden? Heal Station. Du bist doch hier, wie heißt das? Ihr Shalraga aus aus System Shock. Wie heißt das Ding nochmal? Hi Igor. Vielen lieben Dank für den Raid. Schön, dass ihr hier seid. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Shodan, Dankeschön. Ist doch Shodan, oder? Auf Wish bestellt vielleicht, aber. Slow Dan. Was habt ihr getrieben, Igor? Schön, dass ihr hier seid. Oh, war ich eben noch stehen geblieben. Oh, ehrlich gesagt, nicht so bralle, aber ich hoffe, euch geht's gut. Oh ja, ach so. So mittelmäßig, würde ich sagen. Könnt mich beklagen, ich mach's aber nicht. Tut mir leid, das zu hören, Julio. Ich hoffe, man könnte dich vielleicht ein bisschen ablenken heute Abend, auf andere Gedanken bringen. Fresh Prisoner. Kann man nicht was verprügeln und deine Scraps dir abholen? Vielleicht können wir das. Hi. Have a job for you. The gate to the campsite is not working. I need some spare parts. Go get some. There's a large gate near the landing zone. I'll bypass the code. You'll open it. The red button over there. Understood? For the parts, you need two components. Big shiny blue chips. I'm sure the combat zone has a few of there. Got it. Two big blue chips looking things. Components. Without those, none of you can get to the campsite. Remember to check the map. Oh, have the map? Wir haben the map. Oh, wir haben the map. Oh, wir haben the map. Ach, sag das doch, ey. Wieder Trüberbrook gespielt und beendet. Dann haben wir Amnesia, The Dark Descent auch beendet. Gehst ganz schön ab, ey. This is bullshit. They're not letting us through. The gates. They're playing with us. Oh, I'm so pissed off. You should go and have a word with the guard, alright? Don't worry. If they try anything, me and Stamp here got your back. Der hat eine Knarre dabei gehabt. Ich hab einfach nix, ey. Owner of a lonely heart. Der Ohrwurm verfolgt mich seit 3 Tagen ungefähr. Oder länger wahrscheinlich schon. Ablenken immer. Ist nur die übliche Flucht mit der alten Wohnung. Fluch mit der alten Wohnung. Und die lange und traurige Geschichte von der Enttäuschung. Aber hoffentlich bald mal geschafft. Du arbeitest sehr aktiv dran, wohnungstechnisch und ich schätze mal family-technisch auch, da das Beste draus zu machen. Und mehr kannst du erleben auch nicht. Und ich drücke dir die Daumen, dass sich alles zum Bestmöglichen entwickelt. Und wenn du dir Mühe gibst, wird es. Habe ich null Zweifel daran. Oh, ist das hier das da?
Ist das die Combat Zone? Oh, what the fuck? Das sieht in der Tat ein bisschen nach Combat Zone aus, ey. Ach, so ein Bonefeller. Oh, der Hammer hat aber böse Schaden gemacht. Der ist jetzt kaputt. Bonk. Yeah. Manchmal treffe ich den nicht, obwohl ich ihn eigentlich treffe. Das finde ich schade. Habe ich noch andere Waffen dabei? Ich glaube nicht, okay. Oh, das ist der, oh, das ist der Shortcut für nach hier. Okay. Ja, also es ist auf eine seltsame Art und Weise sehr interessant, das Game. Ich kriege wieder ein bisschen vom Kampfsystem-Vibe von Fight Night, hieß das Game, glaube ich. Da gibt es seit Ewigkeiten schon eine Demo, hat ein ganz ähnliches Kampfprinzip, nur dass das eher, also Fight Night ist rundenbasiert, aber eigentlich schon das gleiche, wie das da so komisch es klingt. Komme ich nicht durch, okay. Und die Welt hat so ein bisschen Vibe von so einem klassischen Oldschool-Shooter. Oh, okay. Au, okay. Oh, du bist groß, Freund. Ich habe nicht viel AP. Ich bin tot. Okay. Miese Brise, ey. Ganz miese Brise. Ich glaube, der ist noch ein bisschen zu stark für mich. Kann das sein? Ich habe ja Shortcut unlocked, von daher ist es nicht ganz so tragisch. Ich muss nur gerade finden. Ich bin hier, ich bin falsch. Ich muss da runter. Da bin ich gerade gestorben, ne? Ist immer noch Scraps noch irgendwo hier? Da ist er. Da sind sie. Ja, das ist ein bisschen Overkill, das hier, glaube ich. Oder? Bonustechnisch schon familiär, hatte ich ehrlich gesagt abgeschlossen. Ja, okay. Menschen, die einen im Stich lassen, wenn man die am meisten braucht, kann man aus dem Leben streichen, egal welchen Status sie haben. True, 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 my friends. Kann ich nicht mehr unterzeichnen, als man es irgendwie kann. Was? Ja. Kann ich genauso unterzeichnen. Das ist der Grund, warum ich glaube, aus meiner Family seit bestimmt 5 Jahren keinen mehr gesehen habe. Was ein bisschen schade ist, eigentlich sind Teile meiner Family ganz in Ordnung. Aber die haben auch so, seitdem ich alleine wohne, so nie nach mir gefragt, außer meine Mom. Und die ist irgendwie aktuell beruflich so eingebunden, dass die einfach so, ne? Sich auch nicht mal meldet, aber mache ich halt auch nicht. Ich kann halt auch nicht mich beschweren, ne? Ich bin genauso schlimm an der Stelle. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ist halt so. Noch ein Terminal. Send messages. Sir, 24th is off limits. We're closing all access and request immediate backup. If we lose, it's an open road all the way to the central. Okay. What central? Welche Zentrale? Irgendwelche nächste Kollision, was hier existiert, aber gut. Wir haben fast den kompletten Umzug und Co. alleine gewuppt. Da kriegen die letzten Meter auch noch irgendwie einen. Auf jeden Fall, ey. Es ist zwar ein bisschen anstrengend jetzt und es wird viel Nerven und Schweiß und Blut und Tränen kosten, aber dann habt ihr es halt geschafft. Man kann auch stolz darauf sein. Ohnehin, aber dann halt noch mehr. Und so traurig das ist, dass man ganz oft solche Dinge halt alleine stemmen muss. Wenn man denkt, man hätte Leute, auf die man nicht verlassen kann. Bei mir hat es im Endeffekt
also so schwer der Weg auch war, hinterher gezeigt, dass man dadurch auch immer ein bisschen wächst. Und irgendwann brauchst du halt auch keinen mehr. Was da super schade ist, weil das willst du eigentlich auch nicht. So ohne irgendwen auskommen zu müssen immer und daran gewohnt zu sein. Aber irgendwie läuft es dann doch irgendwie viel zu häufig darauf hinaus. Und lass mich raten, wenn du dich nicht meldest, melde dich dann, ja. Dann melde dich ja nie. Nee, auch das nicht mal. Ich habe ja keinen Kontakt, ich habe gar nicht die Gelegenheit zu sagen, du meldest dich ja nie. Meine Mom wird es auch nicht. Der Rest der Family vielleicht. Aber ich muss an dem vorbei, kann das sein? Oh ja, okay. Oh. Wow, der Nierenpunch, ey. Da habe ich aus Nier Automata gelernt, den Nierenpunch. Triff! Ha, got him! Da kommt der nächste Raid. Was ist denn los? Fedit! Hello! Vielen lieben Dank für den Raid. Wie geht's, wie steht's? Das ist super lieb von dir. Schön, dass ihr reinschaut. Weltuntergangstag, einen wunderschönen guten Abend. Kuchen Raid, her damit! Sowohl Raid als auch Kuchen, her damit. Wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Was ist denn das da zur Hölle? Okay. Ein Freebird, einen wunderschönen guten Abend. Hi, hello. Fennet, super lieb von dir. Schön, dass ihr reinschaut. Wie war euer Stream? Was habt ihr getrieben? Wie geht's euch? Was macht die Kunst? Was machen Frauen und Familie? Hello, hello, hello. So viel Kuchen im Chat hatte ich lange nicht mehr. Ich bin Snacks im Chat gewohnt, aber so viel Kuchen speziell haben wir nicht so häufig. Namaste, you guys. Good Namaste, morning. You guys, indeed. Schön, dass ihr hier seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Winter oder Mark. Ich höre auf beides. Willkommen, willkommen. Können wir jetzt hier einmal leveln quasi? Ajo. Geilo. Kuchen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Word. Kann ich einfach nichts dagegen sagen. Ich komme auf das. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie ein Löwenkopf. Ein Löwenkopf meets Shodan. Lyodan? Irgendwie sowas. Ja, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu allsamstaglichem Bullshit. Fühlt euch herzlich dazu eingeladen, ein bisschen von eurem Stream zu erzählen, ein bisschen von eurem Wochenende zu erzählen. Wir sind gerade dabei. Oh, da. Ich dachte, ich habe mich gerade aufgeladen. Aber habe es doch. Irgendwie habe ich es gerade eben ganz kurz gemacht und jetzt nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Was, wie Showdown? Ist ein bisschen weg und schon sieht man weirder things. I mean, ist nicht das erste seltsame Ding, was wir heute gesehen haben. Aber es war auf jeden Fall auch im Verhältnis von einem anderen irgendwie erwähnenswert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier... Ich bin falsch. Wo war es denn jetzt? Da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht eine bewusste Anspielung war. Nee, ist es definitiv. Ja. Wir spielen samstags eigentlich immer... Wir spielen allgemein hier sehr viel Indie-Games, ne? Eigentlich außer Souls-Likes nichts anderes.
Souls-Likes und Indie-Games. Das ist meine Welt. Und samstags gucke ich mir ganz gerne neue Games an, die frisch rauskommen oder einfach weirden, außergewöhnlichen Unsinn, will ich fast sagen. Ja, ja doch, Hela, okay. Kann ich die mitnehmen, die Flaschen? Nee, kann ich nicht, schade. Und im Laufe des Abends werden wir, was die Games anbelangt, immer seltsamer und weirder und außergewöhnlicher. Was wir gerade hier begutachten, nennt sich The Weird Part of the Night, wo wir die bewusst seltsamsten, außergewöhnlichsten Spiele durchspielen und nicht durchspielen, aber anzocken, die wir so finden. Und das hier Game heißt zum Beispiel High Voltage Society. Und ich habe einfach keine Ahnung, was passiert, auch dass wir auf einer Gefängnisinsel gelandet sind und sollten hier so eigentlich in unsere unsere Zelle quasi geführt werden, aber irgendwie so richtig funktioniert das nicht und jetzt laufen wir herum und erkunden alles und haben aber auch jetzt Aufgaben von den Wachen erhalten, dabei zu helfen, eine Tür zu reparieren, und dazu brauchen, dazu brauchen die, was hab ich alles gepulst? Alles gepulst, geil. Dazu brauchen die irgendwelche Chipkarten, haben sie, glaube ich, gesagt. Und die sollen in irgendeinem Kampfgebiet sollen die rumliegen. Und wenn das da nicht kampfgebietig aussieht, weiß ich auch nicht. Okay, du bist nicht tot. Kannst du mal sterben, bitte? Danke. Die Skelly Boys, das sind hart, ey. Das ist ein sehr wildes Kampfprinzip. Das ist ein First-Person, ja, Brawler quasi. Also ein Faustkampfspiel. Ach du Scheiße. Oh Gott. Triff nicht. Okay, 5 HP. Nee, mach nicht Feuer. Mach nicht Feuer. Ich brenne. Okay, jetzt waren es leere. Das Relais ist an der rechten Maustaste. Jetzt ein bisschen kaputt von der Maus. There we go. Das hat mich irgendwie gekillt. Okay, interessant. Es mag daran liegen, dass meine Maus ein bisschen kaputt ist und die linke und rechte Maustaste sehr elementar sind in dem Kampfsystem. Weil er mit links und rechts quasi zuschlägt nach links und rechts und je nachdem, aus welcher Richtung der Feind gerade blockt, muss er halt die andere Taste drücken. Aber auch so ist die Hit Detection so ein bisschen all over the place. Aber damit bin ich gestorben, ne? Okay. Meine 2 Scraps wieder aufgesammelt. Cool. Nice. Da, Skelly-Freund. Komm her. Zack. Hat er einfach geblockt, das da. Okay, gut zu wissen. Kannst du mal zuschlagen, bitte? Ja. Machst du? Ich treffe so gar nicht. Wo ist er jetzt hin? Da. Ah. Ja, ist doch einfach. Hi, Igor. Willkommen, komplettes Igor. Nicht nur halbes Igor. Worum genau geht's im Spiel? Das ist eine gute Frage. Kannst du es mir erklären? Ich weiß es auch nicht. Wir sind Fist Punch Man. Nochmal ein Liz. Aber ich habe keine Scraps, okay. Hier sind Lizards. Oh, deswegen Liz, weil Lizards. Glitch. Lizard. Sack. Oh, eine Business Reptile heißt du, okay. Business Reptile. Also wir sind auf jeden Fall gefangen auf einer Gefängnisinsel. So viel habe ich inzwischen mir zusammengereimt. Oh, ha, hello. Hello. Brain Jelly. What is Brain Jelly? Our favorite. Okay.
Hello. Hello. Brain Jelly? Have we met? I have seen the brain. I will retrieve the brain. It starts to malfunction. Are you following me? Yes, but not in a creepy way. Okay. Good. Haben wir jetzt gespeichert hier? Any tips? Use your metallic pincer claw to go through walls. Metallic pincer claw to go... What the fuck are you talking about? Was war das? Oh. Flasche. Hab doch gerade eine Flasche aufgehoben. Wie benutze ich die denn? Nach dem, was ich bisher gesehen habe, dachte ich auch noch, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Ich dachte, es wäre, erstes soll eine Art Horror-Game darstellen. I mean, es ist nicht kein Horror-Game. Weißt du? Aber es ist mehr Action-Weird-Shit als Horror-Game, glaube ich. Nope. Okay, das geht sogar. Glas? Ayo, Glas. Kannst mich mal. Old Town, Gott. Old Town. Hier sind jede Menge Turrets. Cool. Ich habe keine Fernkampfwaffe. Glaube ich zumindest. Oh, jetzt noch ein Skelly-Freund. Genau, das fehlt mir. Oh, das Wasser? Das Wasser gut? Wasser ist okay. Vielleicht nicht gut, aber okay. Kann ich mit leben. Literally. Oh Gott, da ist noch Laser. Mucke ist gut. Ich mag die Unterwassermucke. Sweet Jesus, help. Hi. Bin ich hier safe? Nope, bin ich nicht. Nope, bin ich absolut nicht. Oh, ich habe ein Rohr gefunden. Cool. Bin ich im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen. Also es hat auch was ganz Besonderes. Es ist richtig wild und weird. Hell yeah. Hell yeah. Da muss ich rein. Oh, okay, warte mal. Oh, man sieht sogar, wo man lang muss. Oh ja, super. Das ist ein Hammer? Hammer gefunden, nice. Muss irgendwie hoch. Ach du Scheiße, muss ich da hoch wahrscheinlich, oder? Komm ich nicht hoch, okay, alles gut. Ich würde gerne da hoch rein, das geht aber auch nicht, oder? Doch, geht's. Hi. Ist das intended? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ah. Okay. Da lang soll ich. Hi. Nope. Vielleicht hier rein. Yes. Stille? Button. Okay. Devour, Iron Devour. The what now? Taser. Taser information is a powerful tool that depletes your energy. You'll find it under your inventory. You can equip it at any time. Attacking with a taser will go through basic enemy defenses. Also, with a taser, you can reanimate structures like elevators, turrets, and certain gateways. It's a cybernetic and cybernetic creatures. Just remember to watch out for your energy meter. Ready. Got it. Kann jetzt mein... Oh, so geht das.
Okay. Das hat vielleicht irgendwas gemacht, man weiß es nicht. Hast du das aktiviert wahrscheinlich? Und jetzt können wir nicht da lang. Jetzt können wir die ganzen High-Voltage-Kästen aktivieren wahrscheinlich. Die ich eben irgendwo gesehen habe. Können wir mal zu Showdown zurück vielleicht? Oder sind wir ja schon hier in der Nähe, genau. Gut. Blick auf die Uhr. Würde ich sagen, wir springen vielleicht gleich zum nächsten Game über. Aber das war's cool. Ich mag das. Definitiv nicht die Art von Spiel, die man so jeden Tag sieht. Auch wenn es vielleicht nicht so perfekt gepolished ist, wie man das vielleicht möchte. Hey Luke, hello. Wie geht es mir? Ganz gut. Danke der Nachfrage. Geht ganz gut. Bei dir? How are you doing? Was an attempt. I saw the attempt and I appreciate it. But if you write in English, in German, I'm gonna reply in German. Ah, so heile ich mich. Natürlich heile ich mich so. Das kostet aber Geld wahrscheinlich, oder? Und Geld ist Schmangelware. Kann ich nicht pritzeln? Nee, kann ich nicht. Schade. Das ist ein Horror-Game. Not necessarily. It's a weird, creepy brawler, I would say. First-person brawler. Aber hätte ich... Achso, ich kann jetzt hier lang wahrscheinlich, ne? Nur mal gerade checken, was ich jetzt Neues bekomme mit... Quasi hier unten, ne? Oh Gott. Yes, Hi. Oh. The cavity. Ich weiß ja nicht. Ich mag das Level-Design schon. Es ist so... ja, genau das ist es. Exakt das ist es. Es ist so... Creepy Crawly ist das Level-Design. Oh, Zug. Der ganze Zug vibriert einfach. Warum nicht, ne? Warum nicht? Dass er nicht weitergeht, ist so weird. Okay. Oh, das ist ein ganzes Spinnenlevel, das hier wahrscheinlich. Oh. Does this answer your question about the horror game thing? Maybe it is. Maybe it is. Wenn der Taser einen Stromkasten überleben kann, muss er ganz schön stark sein. Videospiellogik, yay! Ding ohne Strom in Kombination mit Ding mit Strom. Gleich Erfolg. Ne? Bonk. Yay!
gehen die Tür nie auf. Ich will die Türen gerne aufmachen, aber es geht irgendwie nicht. Ah, Pancho. Heal. Ja, es kostet echt, das kostet Geld, mich zu heilen. Fuck that. Shit. Hast du schon herausgefunden, warum dein Spielschar Handfesseln trägt? Weil wir Gefangene sind. Es ist eine Gefangeneninsel, das hier. Also eine Prison, Gefängnisinsel quasi. Das habe ich schon herausgefunden. Warum, wieso, weshalb? Weiß ich nicht. Warum die Stadt so wie eine normale Stadt, also wie eine normale Stadt aufgebaut ist, aber es trotzdem ein Gefängnisort ist. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, okay. Da ist es auch eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber... Hä? Das sieht so eindeutig aus, dass man da irgendwie lang muss. Aber, ne. Da ist noch eine Holzkiste da hinten. Gut. Ja, okay. Aber, ich glaube mehr... Achso, kann ich dadurch? Ne, oder? Ne, okay. Punch. Ich glaube, mehr kriege ich auch nicht raus. Und ich würde es an der Stelle auch einfach mal sein lassen, weil es ist ein cooles Game. Wenn euch das zusagt, legt es euch selbst zu. Ist auf Steam. Ist wahrscheinlich nicht allzu teuer. Jesus Christ, ist laut. High Voltage Society. Aktuell für, ich gucke mal, für den kleinen Umkostenbeitrag von 14,99 auf Steam hat 98%ige User-Bewertung. Das ist sehr viel. Aber es ist schon was Spezielles. Man muss auf die Art von Game schon Bock haben. Sonst wirst du, glaube ich, nicht happy mit so einem Game. Ups. Und dann The Last Game. Auf, oh Gott, einmal kurz strecken. Das letzte Spiel in The Weird Part of the Night. Wird ein bisschen schwierig, nach solchen zwei sehr unterschiedlichen Spielen was zu finden, was dazu passt. Warte mal ganz kurz. Ah doch, passt eigentlich, pass auf. Wie immer, wir versuchen, ich versuche mir Mühe zu geben, selbst wenn wir in dem Thema seltsame Spiele sind gerade, auch ein bisschen Abwechslung euch zu geben oder um genau zu sein, von Game zu Game so viel Abwechslung wie irgendwie möglich. Das nächste Game geht schon vielleicht so ein bisschen Richtung Horror, aber eher Horror-Mystery, würde ich sagen. Das ist eine Demo zu einem Spiel, das schon draußen ist. Lass mich checken. Ja. Seit, oh, schon eine Weile eigentlich, schon seit Mai, Ende Mai ist es draußen, heißt The Tartarus Key. Und sah super cool aus. Ups, ups, das habe ich in meinem Twitch irgendwas kaputt gemacht. Jetzt habe ich Twitch gelöscht, verdammt. The Tartarus Key. Demo ist auf Steam, ist ein, von dem, was ich gesehen habe, vielleicht gar nicht immer so weird, aber es passt hier doch schon ein bisschen rein in die Ecke, ist ein First-Person-Mystery-Puzzle-Gedöns.
ist vielleicht ein sehr guter Übergang von Weird Games zu Spooky Games. Bin gespannt. Sah cool aus, die Screenshots auf Steam. Das Game supports an autosave feature. Got it. PlayStation-esque Grafik. Hell yeah. Ja, passt, passt, passt. Vertex Shake. Okay. Gut. WASD, E für Confirm. Got it. New Game. Bisschen spooky. Bisschen spooky. What? Where am I? Wo bin ich denn hier? Stylisches Menü oder Dialog-Gedöns. What's going on? My head is killing me. Last thing I remember, I was home at and... wait, I... Where am I? What is this place? Hello? Hello? Huh. Nobody's here. Okay, okay, okay. Breathe, Alex. You can and will freak out later. Right now, I have to find out what's going on. Ooh. Real talk, Grafik. Finde ich einfach saugenial gerade. Interact with objects by pressing the E key. E key. Lava Lump on the Tisch. War da Lava Lump? Ah, siehst du mal. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich ducken? Gibt's ducken? Weiß man nicht. Colonel. Hauptmenü, okay. Colonel, hello? Anyone there? Oh man, is the thing broken? Yeah. You behind this? What? Hello? Is this a joke? Because I'm not laughing. And neither will you when I get out of here. Whoa, whoa, I just woke up here. We're on the same boat, I think? Let's say I believe you. What's your story? Who are you? Wir fangen mal freundlich an. Mein Name ist Alex. And my story is I'm in an office and one I never seen before. Last thing I remember, I was at home and woke up, found this walkie-talkie and now we're talking. They are short-range radios. Don't care what they are. I'm this close and to a I'm this close to a full-blown freakout. Who are you? What is this? Okay, okay, Alex. Listen to me. You need to take a second and breathe. Freaking out isn't going to help anyone. My name is Taurus. Taurus? Kenn ich den Namen her? I'm a PI. A private investigator? Thank God. So you know what's going on, right? So, you can get us out of here. I can see the pieces coming together. Huh? So in other words, you have no idea. It means I have some idea, all right? I was working a case for anyone from the anonymous clients. Sounds like something out of a movie. Usually it is, but a stack of cash convinced me at least to give it a look.
Turns out someone they knew had gone missing. Oh no. Figured it was the usual deal. Someone just deciding to walk away from their old life. Happens all the time, but it didn't add up. And this... And it shared a lot of similarities with some old cold cases piled up. I thought I was beginning... I was just being paranoid. It looks like there's something bigger going on. Putting that aside, all the speculation in the world won't matter if we can't get out of the rooms. You're trapped too? Looks like... Same deal as you, looks like, sounds like. A locked door and no apparent way out. Not the first time I've been in this situation. It's not your first time. Keep a cool head. Take a look around. There has to have been a way out. See what you can find. I'll do the same. Okay. Just stay in touch, okay? New information may lead to optional conversations. QQ. I was fast. Found something. No, I was just thinking about what you said. You said those weren't walkie-talkies. Right. They are short-range radios. What's the difference? Saying a walkie-talkie makes it sound like it's a child's toy. Okay. Thank you, Detective Pedant. If they're the same thing, doesn't mean we have to be close to talk. It would depend on the strength of the signal, but you're right. If one of us can escape, they'll be able to help the other, hopefully. That's getting ahead of ourselves, though. First, we have to focus on the task at hand. Okay, message received. Over. We don't have to say... What? We don't have to say that just because... Never mind. F4 Flashlight. Oh, wir haben eine Laschentampe. Oh, ein Radio, eine Überwachungskamera. A security camera? Wait. Is it following me? Is it? Ich kann darüber reden. Ah. Nee, 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 nee. Ich hab mir High Voltage mal auf. Das ist gewunschlistet. Geilo. Neuer Eintrag im. In der Liste an Spielen, die ich Leuten irgendwie schmackhaft gemacht habe. I'm definitely going to have nightmares now. Well, this is a very horror-centric stream, especially Saturdays, so that's your warning. Last one you get. So, does your creepy room also have a camera tracking your every move? Yes, first thing I noticed. Someone wanted to watch us. Fantastic, this keeps getting better. Pick up Alaska postcards. Inventory. Some objects have hidden details on the back. Press E to flip the objects. I found it. The one that pieced it all together. People will call me mad, but they have to know the truth. I fear... We already passed the point of no return. This message will be my last for a while. Goodbye and thank you. Kive. Also Mobile Games noch gespielt? Ich hab nicht genau geguckt, wann du gegangen bist, aber ziemlich genau eine Stunde im Ganzen. Ziemlich genau eine Stunde. I think some of these are Latin, but that doesn't help me and help me any. Kannst du Latein, Torres? Woher kenn ich den Namen Torres?
Gibt auch ein Videospiel, wo jemand Torres heißt. There are a lot of books lying around. Most of them in old languages, like Latin. You can't read Latin? No? Can you? A little. Why can't you? Sorry, I was busy cramming for school and working 3 part-time jobs. Touché. Taurus Demon. Oof. Ooh. Yep. Okay. Japan Postcade. Hier liegen auf jeden Fall jede Menge Postkarten rum. Statue. A horse head sculpture. Cool. If you're into animal parts as a decor, I guess. I'm not. Belana Taurus from Realms of Voyager? Unwahrscheinlich, nicht ausgeschlossen. Oh, okay. Drawer key, added to inventory. Vive. Wir finden eine Menge Postkarten. Ich schätze mal, auf den Postkarten sind. Kann ich ducken irgendwie? Kann ich mich irgendwie ducken? Anscheinend nicht, oder? Options. Controls. Controls. Okay. Remap Controls. F, look, vertical, up, down, menu, confirm, cancel, inventory, radio, map, pause, sprint. Ne, wir haben keinen. Kein Ducken. Wow, these books look old. I, like, shouldn't even breathe on them old. Looks like a lot of Latin, some French, and even, is it Greek? Don't think I've ever seen so many books outside a library. It's going to take forever to search through all of them. If I'm right, you won't have to. They're all just props. Props? Set dressing, trying to make this place look real. You don't think this is a real mansion? I think it's a real mansion, just not anyone has ever actually lived in. This place is almost theatrical. Combine that with the cameras. What? Are you saying you think we entertainment? I think so. But why? That's sick. I don't know, and I agree. For now, all we can do is keep pushing forward. So, ich schätze mal, ich muss halt. Looks like I need a key code. No point in trying to guess it. Okay. 4 Stück. Wir müssen 4 Key-Postcards finden wahrscheinlich. England. Mucke ist auch nice. Grafik nice. Writing bisher ziemlich in Ordnung, muss ich sagen. Puzzle-Gameplay wahrscheinlich nicht das Allersimpelste. I wonder how much these cost. They look like they belong in the museum. One of these is probably worth more than any of my grandma. Then my grandma's house. Wenn er die Jigsaw eingesperrt. Du spielst gerade sein Spiel. Maybe. Ich meine, wenn ich von. Oh, Key doesn't fit. Oder Key does fit. Journal Page, okay. Sieht sehr diabolisch aus. Das ist die Journal Page von. Vom Doom Guy, so wie es aussieht. Also wenn ich von irgendwem gefangen genommen werden will, dann am liebsten von irgendeinem kleinen Puppendude auf einem Dreirad. Ich glaube, da geht's weitaus furchteinflößender. Gut. Habe ich ja 4, genau, 4 Karten habe ich jetzt. Alaska, Japan,
3 days rooting through a library before stumbling upon anything remotely helpful. This is bigger than I possibly could have imagined. Take care of yourself. They're watching. Okay, wieder eine Zahl. I'm itching closer day by day. I have much to discuss. I have attached 4 of my notebooks. I can trust no one with these. Keep them safe until I return. 1, 3, 4, 7. I know it's unorthodox, but it's safer this way. I never had a chance to explain, but I promise I'll make sense once I'm back. Until then, 7 pillars, they're essential. Someone has underlined the word 7 and noted 7, but what's the order? Oh, 7, what's the order? Alaska, Japan, Hawaii, England? Alphabetische Reihenfolge von den Ländern, also Alaska, England, Hawaii, Japan. Also 1, 7, 4, 3. Falsch, okay. Warum war mein erster Gedanke, wenn ich von jemandem gefangen genommen werden will, dann von Tatjana, von Ginger? Because horny. That's why. Also relatable. This door looks like it's the only way out. It's locked, though. I'm going to need a key. There must be a way... There must be one around here somewhere, I hope. Ich meine, wer würde dann jemanden einsperren und dann den Schlüssel dazu in dem Raum lassen? Okay, das ist nicht die Reihenfolge. Vielleicht gehen wir auf die Front, vielleicht sind irgendwie Zahlen drauf oder so? Nicht unbedingt. Oh. 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 Good. A torn journal page. It's a scribbled travel... Initiary that lists the order someone was planning to visit countries. Jemand, der ein Spiel mit Eingefangenen spielen will? Also jemand, der ein Spiel mit dem Eingefangenen spielen will. Ja, aber dann würde ich einen Schlüssel saugut verstecken, der nicht ins Schloss passt. England, Japan, Hawaii, Alaska. England, 7, fuck. England, Japan, 7, 3, 4, 1. Ayo. Okay, time to get out of here. Schade, es geht wirklich. I had a thought. Yeah? About how my room is empty. No puzzles, nothing locked, nothing out of place. Except for this radio. Okay? Why would they give us a way to talk to each other? Give me a way to help you. Because your only way out is me? You have to guide me to you? We're the puzzle. Precisely. Cool, no pressure. You made it out of the office. Woher weißt du das? Du hast doch die Kameras im Blick. Like, der hat doch die Kameras im Blick, oder? Du bist nicht in meinem Raum gefangen. I know that together we can solve this. I hope you're right. Der ist nicht mein Freund.
Der hat mich hier eingesperrt, oder sie. Oder es. Torres ist... Marx in einem Raum gefangen. Nicht mehr. Jetzt sind zwei quasi. Hier ist wieder zu, genau. Another locked door. Great. Guess means there's a key here somewhere. Display cabinet filled with knickknacks. Nothing jumps out at useful. Brusch klebt ein bisschen in den Schrank rein. Ja? What kind of person goes through the trouble of kidnapping someone and designs an elaborate puzzle for them to solve? Like, what's the point? In a case like this, I'd say ego. Someone clearly has a lot of time and influence, possibly even money, to do something like this elaborate. People don't usually go to such dramatic lengths just to kill someone. And not when anything else will do. A knife, a gun, bare hands, even your teeth. I get the extremely vivid picture. Well, point being, someone clearly has an objective here. I also think they're making a statement, you know, showing off. What about these postcards? From the room you woke up in? What about them? I don't know, they're just weird. Sounds like someone was researching something, but they also seemed sort of paranoid. Could be just set dressing, you know, theming. I mean, look at this place. It's dramatic in the extreme. I guess we'll probably never know who CW was, huh? We should be worrying about ourselves before anyone else. Count Wubbelwark ist das. Mark, Room, Zufall? Wait. Oh. Oh, hi, Mark. Wollen wir die andere Person jetzt eigentlich, ne, als Namen und nicht mehr. Hä? Echt jetzt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. A bunch of documents with charts and other things. Nothing that looks like I'll get me out of here or like it might be a clue. Gut, dass du die Augen aufmachst, Gajin. Du bist mein Mann fürs Detail. White bottle in the average inventory. Oh, meine Postkarten sind weg, okay. A bottle filled with a white liquid. Sticky white stuff, eh? Kann man eine Waffe buffen damit. An absolutely ancient rotary phone. Doesn't work, of course. Didn't think it would be that easy. Jetzt wieder Torres. There's a phone here, but it's dead. Here too. It's hollow on the inside. Just a prop designed to give you hope. You think they put that much thought into it? Alex, the cameras, the design of the rooms, the puzzles, every part of this place feels designed with purpose. Even if that purpose is give the rich maniac their jollies. We are the actors, and someone's there, an audience, and somewhere there's an audience. That's creepy. I find I'm eagerer than I'm afraid. Angrier. Oh, I find I'm angrier than I'm afraid. Getting there. Couch. Extravagant looking sofa. You'd be legally required to wear at least 3 petticoats to lounge on it. Die Oma, ja moin. Servus. Okay, da ist ein Buch, das lesen wir gleich. Noch eine Flasche. Gates. Painting. Okay, grün und rot, meine ich. Weiß, okay. Green Bottle, got it. Wir brauchen aber 5 Dinger. Ich habe jetzt erst 3.
drawer. The handle's been removed. I can't get it open. Die anderen, die gehen auf. Oh, ich habe dir die weiße Flüssigkeit rausgeschlagen. What? Das war Zufall. Der Bot schmeißt sie random raus. The rest of the drawers have their handles? Yep. Odd. In that case, it's clearly the most important drawer. You've got to get it open. Sure, just have to work it out. Work out how. Going off the last room, it'll be some puzzle. You were able to solve that one. Well, hopefully it is a puzzle and not just a home repair someone half-assed. Let's think positive. If there was a whole-ass situation, it's this one. True. True. Gott hat einfach zugehört. Es gab schon ein paar interessante Reaktionen vom Bot, sag ich mal. Wo der Zufall dann einfach so zuschlägt. Ja, Nummer 4. Und dann das letzte wahrscheinlich dann da drin. Ah ja, hat man schon. Still alive. This painting looks slightly torn on the left. Okay. Ist aber auch, ne? An beiden Seiten. Oh. Still alive of a white vase. Real art class 101 stuff. The canvas looks torn on left and right side. Oh, das heißt, das ist irgendwo in der Mitte. Das war ganz außen wahrscheinlich. Also das ist grün, rot, weiß. Und Rest ist unklar. Aber Rest ist auch nicht so wichtig, ne? Wir haben ja. Wir können den Rest dann einfach rumprobieren, wahrscheinlich. Lies das Buch mal noch. Humorism, the humoral theory of humoralism, was a system of medicine detailing a supposed makeup and workings of the human body, adopted by ancient Greek and Roman physicians and philosophers. The four humors of Hippocratic medicine are black bile, yellow bile, phlegm, and blood. Each corresponds to one of the traditional four temperaments. The proper blending and balance of the four humors is known as eucrasia. You're crazy. While science has since moved far past these ancient beliefs, rooted in a primitive misunderstanding of how the universe works, there are still those that believe there is a certain truth to these old teachings. After all, what truly makes up a man? We are not all the sum of our parts. Our bodies were merely flesh and blood and meat. And if a physician named Duncan McDougall theorized that the soul had a physical weight of 21 grams, in fact. Does this not imply the soul itself could be a substance present in the body? Something that could be seen, felt, perhaps even extracted? Such ideas seem flights of fancy, to be sure, but the possibilities are endless. Wieder im Lurk, traue mich gar nicht im Stream blicken zu lassen. Ich habe Angst, dass Sims Winter die worthy Monster Hunter Playlist erstellt habe. Ja, jetzt aber. Noch nicht fertig. Dann aber Hut. Dafür kannst du nur an die eigene Nase fassen. Du
Kato, dafür kannst du nur in die eigene Nase fassen. Okay, machen wir mal weiß in die Mitte. Einfach nur weil. Water bottles have might fit perfectly. Ich denke mal, weiß kommt dahin. Und dann grün kommt ganz außen hin. Grün. Wir haben rot noch nicht, ne? Aber wir haben rot noch gar nicht. Ist das vielleicht im Raum vorne dran gewesen? Kannst du mal zurück? Möglich, aber unwahrscheinlich. Auf eBay so. Wie neu, kaum Gebrauchsspuren, nur leichte Risse. Leicht abgerissen. Ja. Ich mach 2 Euro günstiger. Einer fehlt noch. Einer. Ein irgendwas fehlt noch. Noch irgendwer irgendwas, womit ich nicht interagiert hab. A Renaissance painting with a lady who is absolutely over the scrap. Honestly, same. Ich mag sie. Aha. Wonder what this one means. 2 liquids, the duality of man? Or maybe just 2 fancy potions. Don't know. I'm not an artist. The canvas looks damaged on the right side. Oh. Like it's been torn purposefully? Was ist denn das? Gelb und... Gelb. Was ist da? Was letzter Preis? 6,50. Gelb. Und dann käme ja da roten. Dann wäre das ja... Das ist wahrscheinlich. Oh, warte mal. Das hieß doch, die letzte Farbe ist Blut. Oh. Ich bin gemeint. Ich bin einfach fucking blind. Ich bin einfach fucking blind. Well. I must have done it. Oh, now I've done it. Got it. Alex 2 creepy ass house 0. Wow. Da wurde ein bisschen gesaut, ey. I made it out of the room. I'm in a hallway. Good, that's progress. I can see. There's a boarded up room covered in blood. We were bound to see some blood eventually. Kidnapping doesn't usually have a happy ending. The important thing is that it isn't our blood. Let's keep it that way. Yeah, you're right. Huh? I can hear something. I think it's your voice. You must be close. I'll knock on my door, try to follow it, and follow the sounds. Okay, on it. Ah, das ist cool gemacht. Ah, das ist cool. Das ist cool. Das mag ich. Hey, can you hear me? Yes. Finally, almost there. Just have to find a way to open the door. I'm going to need to hurry. Why the rush? You know, other than being kidnapped and trapped, I might have hit the door too hard. I've triggered some kind of trap. The room is now filling with gas. What? All right, don't panic. This gas is coming through slowly, so we got some time.
I'm going to get you out. I find a way, I swear. Fix, Summer. Vielen lieben Dank für den Resub. Vielen lieben Dank für den Resub am 41. Monat. Willkommen zurück im Kult der Leute, die wir gesubbt haben, der bekannt mit seinem Namen hat. Danke für den Support. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Grüße gehen raus. I believe in you, Alex. Just keep a calm head. My life is in your hands. Das ist beruhigend. Kriegen wir hin, kein Problem. Pflanzen. Ne? Open door. Ja. Zoom, Toilet lit. Zoom. Wir suchen einen Schlüssel. Oh. 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 It reveals. What reveals? Don't have time for this cryptic. The fuck? Wait a second. Taurus, something weird is going on here. I mean, more weird. The reflection in the mirror isn't right. Isn't right? Isn't right? Yeah, it doesn't match up with the real life? The reflection doesn't... Alex, you're not making sense. Look, a painting just fell down in the mirror, but it's still hanging behind me. Huh? Okay, you need to check that painting. On it. I mean, das wäre jetzt aber auch klar irgendwie, oder? Oh, das Gemälde, das kenne ich. Das ist in jedem Horrorgame drin. Du kannst kein Horrorgame sein ohne dieses Bild. Punkt. Gerade heimkommen, jetzt ein bisschen chille, geilo. Und selbst, ja doch. Ja doch. Er hat heute Abend schon eine wilde Achterbahn in Videospielen, ey. Eine sehr wilde Achterbahn. Ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. Muss mal checken, ob Twitch mich noch hasst oder ob das alles passt. Das reimt sich. Maybe there's something behind it. Probably. Oh, the wallpaper's coming off here. Light's coming through a gap in the woods and I hear coughing. Taurus, I might have found a way in. Just in time, air's getting really thick. The wall was falling apart behind the painting. There's a space, a light behind it. I think this would line up with your room? You might be onto something. There's a vent on this side, but it doesn't lead anywhere. But how are you breaking through the wall? I'm trying to pry the planks, but they're more solid than they look. I can't think straight. Is there anything you could use? That I can see. I'm sorry. I'm so sorry. Don't know what to do. There's no way through, no way out. Alex, calm down. Look, they're messing with your head. I need you to pull yourself together. The minute you give up is the minute I'm dead. Think. I'm trying, but... Oh my Jesus! It's too much. I can't do anything. Oh God. Alex, snap out of it. Stop feeling sorry for yourself and get me the hell out of here. I'm trying. No, you're not. No, you are not. What the fuck? What's happening? I mean, it's moving? Alex. Aber das ist nicht der, ne, das ist nicht Star of the Bowing Sun. Das ist auch so ein Horror-Game-Bild, auf jeden Fall. Das ist so ein, was ist denn das? So ein Ziegenmensch im Vordergrund und hinten dran stehen so Leute, die den irgendwie begutachten. Hell no. Absolutely no way. Alex, what's happening? I had a crash. Are you okay?
This is insane. It's not possible. My reflection just moved on its own? Threw a damn axe at me? Through the mirror? You're what? Are you kidding? Yeah, I'm kidding. It's a joke between friends in the old dad's house. What? There's a whole room back there. Looks like this bathroom. Alex. Right, yes, Taurus. Yes, the axe. I'll take any miracles I can get. I'm coming, Taurus, hold on. Yes, war aber irgendwie schon so fast ein bisschen klar. Damaged hatchet, added inventory. This part of the wall maybe could smash it through with the hatchets. The hatchet would definitely be destroyed though. It's risky. Let's try to smash through, sure. But, I'm going for it, fingers crossed. Oh, that's Taurus. Oh, not bad. For a second I thought my ticket has been pulled. Thank you. Wir sind jetzt... Ah, nee, das ist Taurus. Aber sie sieht genau aus wie wir, oder? Meine ich das nur. Hi, hey, hi. No time for warm fuzzies. Let's get out of here. We can just squeeze back through the hole and we'll... What the hell? Air. You never know how much you'll miss something until it's gone. You okay? Nothing I can't handle. Good to finally meet you face to face. We have a lot to talk about, but I would like to get the hell out of here first. Second, I saw two doors, one at the end of the hall and one that's boarded up, covered in blood. Let's start with the one that's not covered in blood. Lead the way. Oh, jetzt haben wir jetzt Two-Player-Action quasi. Guck mal, so leer ist der Raum gar nicht. Taurus hat voll gelogen, ey. Hi, oh. Hi, Taurus. Na? Ist gut bei dir? Oh. Ja, okay, also... Jetzt nehmen wir Taurus und Alex an einer Person. Taralex. Taurus. Ach. All this storage space sitting unused? That's how you know someone's rich. You looked through this place? All the drawers? Every single one. They're all empty. I bet whoever's behind this just wanted to watch me try and fail. Okay. Haben wir eine Karte? Ne, wir haben eigentlich nur das Inventory. Und ich weiß nicht, wie viel von dem Game noch übrig ist. Ah, oh, okay. Ich würde in der Tat aber an der Stelle sein lassen. Und... zum nächsten Game übergehen. Wir haben uns ein gutes Bild gemacht. Das Game ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das sind unsere Blutspuren? Ne, die sind schon vorher da gewesen. You doing okay? You're looking a little pale. I'm fine. Let's get out of here. Okay, you got it. Zum Geier folgt ihr da? Da, Taurus? This is Taurus. Guck noch einmal hier so rund. Uff, gute Gemälde hier. Eine Kamera. Whoever's on the other side of these cameras, better hope I don't find them.
Warum ist das Bild wieder grau? Hey, there's more cameras in the hallway. Of course. Do you think that means they expected me to escape? Wouldn't be entertaining for them if you hadn't, wouldn't it? Joyce ist eine Frau. Ich dachte am Anfang, Joyce wäre ein Mann. Lektion gelernt, oder? Igor. Hey, the door's open. It definitely wasn't like this before. Okay, we move carefully. No telling what you'll find. Ein Pentagramm. Fuck yeah. Where the hell are we? The space is way bigger than I expected. Looks like some kind of central hall. Pentagram. We should head downstairs. Why there first? I find that most exits are on the ground floor. Well, yeah. That makes sense. Let's check it out. Oh, bloody symbol. Aber ist es ein Silent Hill-Style Pentagramm oder ist es ein Doom-Style Pentagramm? Das ist eigentlich so eine Mischung aus beidem irgendwie. Not going to look too close at this. Okay. For one, it's very gross. I don't want to know if it's made with, you know. And for two, looking at it makes my head feel weird. Dann ist eher Silent Hill. Wobei die Silent Hill Pentagramme eher so an Alchemie angelehnt sind und die draußen gibt es sehr spezielle Geräusche gerade. Und die Doom Pentagramme sind eh komplett frei erfunden, erinnere mich aber eher so an Okkultes, weil Okkultes und klassische Alchemie ja doch nicht beieinander liegen irgendwo. Over there, that room looks perfect. Perfect? Follow me, I'll explain. Okay. Oh, haben wir so eine Base of Operation? So ein Hauptraum? This room looks safe. For the moment. Thank you, Detective Dismal. Woher wissen wir ihren Nachnamen jetzt? A perfect, cheerful, moral-boosting observation. Just being practical, I think we should rest for a second and review what we know. Then I'll be able to act accordingly. Okay. So, to start, we've been individually kidnapped by an unknown assailant, trapped in a house. It's clearly a person both means to craft elaborate puzzles and a sick sense of humor. Life's on the line, burning there. That sounds bad. It is bad. We know next to nothing. We have no idea whether we are two in this mansion or 200. Think other people could be in here kidnapped. This place is too big. And too many things don't add up for just the two of us. Regardless, our goal is to escape. We should also attempt to find out who's behind this, both to bring them to justice and for me to bring them to a firm punch of the gut. If we find anyone else, we'll do what we can to help. Like you did for me. Right. Sounds like a plan. Let's go. I can't. What? Did that gas? That gas did a number on me. I still can't take a deep breath. I can barely move. Wird ein bisschen alt, ne? Torres. Just getting down here felt like I was trying to run a marathon. Oh. Natürlich, damit wir jetzt
die ganze Bude alleine suchen müssen. Mein Magen fragt mich gerade, ob das für Hellenbrötchen vorhin vom Bahnhof eine gute Idee war. Dismal heißt trübsinnig. Aber ist wahrscheinlich so ein Kommentar. Ach so. That might be true, actually. Ich hab den dann schon mal als Nachnamen gehört. Dismal. Aber es könnte auch in dem Fall wirklich einfach. Ja, gut, ja, true. Okay, ich glaube, ich skip mal so den Rest. Wir wissen noch ungefähr, worum es geht. Ich gehe davon aus, die Demo endet eh gleich wahrscheinlich. Ne? Ja. Oh, wir haben eine Map. M. Malen wir die erst so selber? Ja. Oh, cool. Taurus. Cool. Die Demo ist länger, als ich dachte. Das ist ein wildes. Nicht mal ein Kronleuchter, das ist einfach nur hängende Geweihe. Aber cool irgendwie. Okay, ja. Thank you for playing the demo. Don't forget to wishlist us on Steam. Weißt du was? Werde ich tun. Game ist cool. Einfach saugut gemacht, so alles da dran. Auch immer so textlastige Spiele sind nicht unbedingt mein Favorite. Und ich müsste was auch in mehreren Sessions spielen, aber ich kenne genügend Leute, denen das, glaube ich, genau deren Kragenweite ist. Da ist der Lava Lamp. Hat einfach voll recht. Unser Boy. Hat einfach voll recht, Julio. Gut, das war der diessamstägige Weird Part of the Night. Vielleicht nicht ganz so weird, aber sehr cool. Zumindest das letzte Game war also wirklich High Quality. Das hätte man eher fast schon in die normale Phase des Samstags stecken können, aber weiß er halt nicht. Falls euch das zusagt, da ist der Steam-Link, wie es einfach aktuell 100% Positive Reviews hat. Naja, 98%. Aber currently 100% letzten 30 Tage. Das heißt schon was. Ist für ein 20 auf Steam. Ist auch schon raus. Ist draußen seit, ja, wie gesagt, Ende Mai. Und ich glaube, für so ein puzzle-lastiges, vielleicht nicht sehr actionreiches Horror-Game oder Mystery-Puzzle-Game. Sehr cool. Sehr cool. Scheint doch nicht übertrieben lang zu sein. Und von den Steam Reviews, die ich hier so lese, sagen auch alle so, fuck yeah. Cool. Würde auf jeden Fall empfehlen. Kriegt mein Daumen nach oben. Ich habe den Keyballing ist auch eben gesehen. Ja, okay. Stimmt schon. Also für mich persönlich wäre das vollkommen cool, weil da noch so ein bisschen Resi-Action drin wäre. Aber ich glaub's nicht so wirklich. Aber mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich spielen werde, die komplette Version. Einfach nur, weil zu viele andere Games und das halt nicht ganz so meine Kragenweite an Genre, aber fand's schon cool.